Hi, hier ist der Gusua. Ich habe noch mal kurz Zeit gefunden, wirklich ganz, ganz kurz. Ich will noch mal ein paar gute Angriffe raushauen, aber will auch erst noch mal kurz zu meinem Dorf was sagen. Endlich Rathaus 7. Ich bin nicht komplett maxed gewesen mit Mauern. Die waren noch nicht komplett durch. Aber gut, okay, das sollte man mir verzeihen, weil wie gesagt, Fakt ist, wenn man dann irgendwann da sitzt und dann ewig viel Alex hat und nichts damit anfangen kann, ist das Quatsch. So, ich habe jetzt gerade noch die Kaserne geupgradet und habe jetzt wieder was frei. Ich gehe nochmal angreifen und würde gerne wieder was Gold in die Mauern stecken eigentlich. Das sieht mir eigentlich so noch fast mit am wichtigsten aus. Und dann natürlich klar die ganzen Dev-Gebäude hoch. Logisch, aber kriege ich damit wenigstens ein bisschen was gerissen? Also weil es bringt ja nichts, oh ja, cool, 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 der hat, aber kriege ich es denn auch? Könnte ich den... Nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Ich blitz den. Ich dachte nämlich schon, weil der war Level 6. Der war schon richtig gut. Nicht, dass ich dann am Ende dagestanden hätte und dann den hätte gar nicht komplett killen können. Die Bogies lassen mich in Ruhe. Dann würde ich gerne da reingehen. Ich guck mal, hab natürlich den Vorteil, er hat draußen nichts zu stehen. Somit kann ich reingehen. Ich kann auch spammen, weil er nichts mit Fläche in der Nähe hat. Er hat keinen Magierturm dazustehen. Da passiert mir gar nichts. Also das hat er eigentlich richtig schlecht gemacht. Aber soll mich natürlich jetzt nicht so wirklich stören. Mal gucken, dass ich wenigstens ein bisschen was kriege. Ich erhoffe mir nicht so mega viel. Na, obwohl das Go... Yeah, na sehr gut. Also in dem Bereich, wo ich da bin... Ist das schon ganz nett. Da kann man nicht meckern. Vielleicht, na nee, das Rathaus werde ich nicht kriegen. Die Tesla ist da zu stark. Aber, na, das Dunkle noch. Jo. Ich weiß, Minenwerfer kommt. Ja, ein bisschen Dunkle ist noch weggezogen. Alle Truppen eingesetzt. In Ordnung, ist okay, passt. Und dann natürlich, klar, Labor gleich abgegradet bzw. hochgezogen, dass ich es halbwegs mal upgraden kann. Und dann werden natürlich gleich wieder die Troops hochgeballert. Logisch. Ah, oder soll ich die Zauberspruchfabrik jetzt? Nee, die kann ich jetzt eh noch nicht machen. Nö, hier, der Gusua macht's im YOLO-Style. Bäm, erstmal alle Mauern. Schön. Wie gesagt, das wäre bei mir am Anfang auch... das allerletzte gewesen, was ich gemacht hätte. Mittlerweile sehe ich das echt so, komm, ey, Mauern, die haben einen gewissen Wert für mich. Passt. So, so viel dazu. Ich will jetzt aber nicht zu viel hierfür quatschen. Mache ich das oder mache ich das? Nee, ich mache erst die Kaserne. Oder verballer ich noch irgendwo richtig? Jeweils, nee. Habe ich jetzt einen Knick in der Optik? Das sind 10 und das sind 100.000. Dann haue ich lieber die 100.000 weg. Ja. So, und jetzt gucken wir mal wieder in einen Gusua-Clan. Die Sache ist die, ich werde auch, wenn es... Ja, hier, schade, wieder voll. Tja, dann müssen wir gucken, dass wir hier nochmal was... gucken und abziehen können, weil wie gesagt, da muss ich gucken, ich muss den nochmal komplett leer machen. Bitte bleibt nicht in den Clans, das macht nicht viel Sinn, wenn der voll ist. Gucken wir hier nochmal rein. Auch Barge. Und wie gesagt, das bringt dann halt nicht wirklich viel, wenn der voll ist. Nett. Und da muss man halt eben auf die Ausweichclans, die sich mittlerweile gebildet haben, eben ein bisschen... Oh, sehr geil. Philipp, der Boss, gucken wir mal, was du bekommst. Keine Mauern innen drinne? Nett. Warum da erst gespawnt? Du hättest die früher spawnen können. Das hätte dir nochmal richtig Zeit gebracht. Bin ich gespannt. Bin ich richtig gespannt. Da, wie gesagt, das hättest du noch besser machen können.
Ja, das schafft, das sollten sie aber hinkriegen. Ja, genau, das sollten sie passen. So, jetzt hast du keine Luftabwehr mehr. Alles weg. Ja, ich meine, so viel steht da nicht mehr rum, was dich ärgern könnte. Schön noch den Minen, wenigstens den Minenwerfer. Ja, noch den Heal reingeballert. Ah, die Zeit. Ich meine, jetzt, du hast noch einiges an Loons hier. Aber jetzt kommen die Teslas und geben dir noch mal gut einen bei. Okay, du hast, ich habe die Helden gar nicht gesehen. Du hast ja noch Helden. Dann würde ich jetzt langsam mal die Helden, genau, jetzt die Helden los, weil sonst jetzt die Zeit wegrennt. Aber ich glaube, das waren Hunderter. Ich glaube, das waren Hunderter. Ich kann ja ein bisschen spoilern. Und dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber wie gesagt, die mit den Loons hätte noch besser klappen können. Aber richtig nice. Also richtig, richtig, richtig fetter Angriff. Und da sieht man ja auch, dann war es ja, oh, jetzt Flächen. Ja, die geht richtig auf Fläche. Da geht's dann richtig los, aber passt. Nice Aktion. Wir haben richtig, richtig, richtig was an Alex gezogen. Richtig viel Gold. Extremst geil. Cool. Geiles Ding. Sehr, sehr cool. Ja, Glück gehabt, dass ich jetzt gerade, dass der andere Clan voll war. Weil hier hat es einfach mal 5 Tage gedauert. Hier vom Nova. Ja, von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört hier. Nova haut raus. Only Barbarians. Und ich meine mal 700k. Was will man mehr? Ja, das sieht nach komplett weggenascht. Oh ja, das ist fett. Das ist fett. Nice. Junge. Das sehen wir gerne. Ja, auch nett. Zumal hier wieder, wir haben Rathaus Level 6, der einen Rathaus Level 6 angreift. Da ist der Loot richtig, richtig, richtig fett. Damit kann man richtig was reißen. Elixiersammler waren leider nicht geupt, also nicht komplett gemaxt. Sonst hätten die noch mehr drinne gehabt. Hier, der hier war schon relativ weit oben. Nice. Jetzt vielleicht noch, genau, noch schön die 50%. Und dann ist das Ding auch schick. Ah, das wird nichts mehr. Das wären keine 50% mehr. Aber gut, hey. Loot war da. Was wollen wir mehr? Gucken wir mal. Ganz okay vom Rico. Ja, okay. Ist aber auch. Ist, wie der Name sagt, ganz okay. Ist jetzt nicht. Nicht so hammermäßig. Ja, jetzt noch den King, das Dunkle noch weggenommen. Klar. Und dann passt das. Dann ist das so, wie man es haben möchte. Keine Troops, 1,2 Millionen Loot. Scheiße, dieser Moment. Und dann, ja klar. Richtig schön mit. War das ein Blitz? Ich wäre gar nicht aufs Rathaus gegangen. Ich wäre. Nee, hätte ich nicht gemacht. Ich hätte mir hier irgendwo eine Stelle, hier zum Beispiel, gesucht. Und dann rein. Nee, hier sogar. Das Gold. Warum nicht das Gold? Du hättest da richtig gut kassieren können. Okay. Also ich hätte mir das Gold gesnackt. Fabian Nickel. Ja, nett. Ja,
über 500, fast 600k gezogen. Das ist nett. Auf jeden Fall. Ja. Genau, schön mit Kobis erstmal, obwohl ich da auch oben Bogies gesetzt hätte, dass die vielleicht noch ein bisschen was wegnehmen, ohne gekillt zu werden. Und hier unten dann eben, in den schlecht zugänglichen Stellen, hier, da Kobis rein. Weil klar, die Barbaren müssen sich da erst durchkämpfen. So ist meine Taktik dabei, aber ist natürlich auch mega geil. Ah, der hat die beiden Minen drinne. Schade, sonst hätte man das auch noch weggekriegt. Aber läuft auf jeden Fall. Cooles Ding. Okay, das war jetzt nicht so der Knüller. Die Gangster. Okay, war eine Verteidigung. Gucken wir mal. Warum postet man sowas? Okay, also ich würde sowas nicht posten. Hier, sowas hat den Stil gepostet zu werden, auf jeden Fall. Ja, hier sehr offensichtlich natürlich das Rathaus beschützt, klar. Aber gucken wir mal, was hier loot-technisch denn geht. Die CB schön drinne gedroppt. Riesen und King ein bisschen geheilt, klar, aber der King kriegt trotzdem so aufs Maul. Ich meine, mit Level 1 ist ganz klar, da kann man nicht viel reißen. Also da bin ich hier bei mir mit 11 bin ich jetzt, glaube ich. Da bin ich schon froh, dass das soweit dann läuft. Jetzt nochmal schön von oben gespammt. Nice. Schade, das Dunkel. Ja, ich wollte schon sagen, das Dunkel nicht bekommen, aber das sieht doch so aus. Ja, das sieht doch so aus. Cool, noch weggenascht. Und dann steht alles, also alles weg, bloß das Rathaus steht noch. Sehr geil. Sehr geil. Jetzt gucken wir mal. Dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Mohammed. Hauen wir den noch raus. Auch nicht so Hammer. Wir haben ja alle keine Zeit. Wir wollen ja nur das Beste. Der ist für die Größe des Dorfes, sage ich mal, ist das wirklich fett, dass der eben schon wirklich seine Minen hier komplett gemaxt hatte. Die Sammler natürlich noch nicht, aber das war natürlich schon fett. Und dann eben auch, ja, Angreifer, also du Wichser in dem Fall. Du Wichser! Town Hall 6. Und wie gesagt, da kann man halt mega viel mit anfangen, auf jeden Fall. So. Oh, mir rennt die Zeit weg. Ich habe keine Zeit mehr. Muss das ja auch noch schneiden. Na. Achso, Verteidigung. Ja, okay, du hast Poki-mäßig geschafft, aber ansonsten hast du ja eher aufs Maul bekommen. Finde ich, also ist meine Meinung. So. Janis hat nochmal ein 100% gemacht. Ja,
Okay. Wie gesagt, das sind die, wir wollen richtig fette Dinger. Er hat 2% gemacht. Oh, ich meine, der Loot ist Hammer. Sag mir jetzt bitte nicht, dass du das Rathaus weg. Schade. Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre mit den Riesen gegen eine Mauer und dann mit den Barbaren noch zusätzlich. Aber ich meine, klar, da kann man nicht viel reißen. So. Zack, das war's von mir. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao, macht's gut.